Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ihr euch identifizieren müsst, dann macht ihr das normalerweise über einen Personalausweis. Und der wird dann eben vorgelegt und dann können die das Gesicht vergleichen und sagen, ja, das ist derjenige. Hier Augenfarbe blau, 1,86 groß. Und so ein paar Daten werden jetzt hier abgeglichen. Und genau um solche Personalausweise ging es in einem Fall, mit dem sich das Verwaltungsgericht in Hannover beschäftigen musste. Es gab in der Nähe von Hannover einen Logistikdienstleister für die Automobilindustrie. Und dieser Logistikdienstleister, der hatte damit zu tun, dass Autos ausgeliefert werden und jeden Tag kamen Spediteure oder Fahrer von Speditionsunternehmen auf das Gelände und haben Autos abgeholt und mussten sich identifizieren. Und damit man nachvollziehen konnte, ist das überhaupt der Richtige, hatte sich dieses Logistikunternehmen überlegt, alles klar, dann scannen wir von den ganzen Fahrern einfach die Personalausweise ein und können so schneller verifizieren, ist das der Richtige oder nicht der Richtige. Und da haben Datenschützer dann gesagt, hey, das geht ja gar nicht, dass man hier anfängt, im großen Stil Personalausweise zu scannen. Und selbst wenn diese Personalausweise nicht missbräuchlich verwendet werden. Und das Verwaltungsgericht Hannover hat das jetzt bestätigt, hat gesagt, ja, das ist ein Sammeln von viel zu vielen Daten nur für den Zweck der Identifizierung. Das geht auch leichter. Es gilt im Datenschutzrecht, im deutschen Datenschutzrecht, der Grundsatz der Datensparsamkeit. Und dieser Grundsatz, der ist hier missachtet worden. Insofern müssen diese Personalausweisdaten gelöscht werden und die Identifizierung, die muss auf andere Art und Weise erfolgen. Ihr seht also ein schönes Urteil zum Thema Datenschutzrecht und das geht eigentlich in die richtige Richtung, denn wir leben in einer Welt, in der immer mehr Daten, vor allen Dingen durch die sozialen Netzwerke, gesammelt werden. Und da passt so ein Urteil ganz gut rein, weil es endlich mal ein bisschen Einhalt gebietet und dafür sorgt, dass die Sammelwut von verschiedenen Unternehmen oder auch Online-Anbietern eben irgendwo seine Grenzen findet. Also, abonniert unseren Kanal, damit ihr auch ab jetzt noch alle Videos schön mitbekommt. Einstweilen danke fürs Zuschauen, tschüss und gerne bis morgen.